Es war einmal ein kleiner Mann im Käfer. Das war uns. Denn eine wunderschöne Blumenwiese lebte Eva ein neugieriges, abenteuerlustiges Kerlchen und liebt es, auf Entdeckungstour zu gehen. Eines Abends, als die Sonne langsam über den Horizont sank und der Mond am Himmel erschien, beschloss Max, eine Nacht unter den Sternen zu verbringen. Er packte seinen Rucksack mit ein paar Leckereien und machte sich auf den Weg in den dunklen Wald. Auf seinem Weg im dunklen Wald begegnete er vielen Tieren, die noch wach waren. Max sang fröhliche Lieder, um sich nicht zu fürchten, denn der Wald war im Dunkeln ganz schön unheimlich. Als er schließlich eine gemütliche Stelle zum Schlafen fand, breitete er seine Decke aus und ließ sich nieder. Er beobachtete die Sterne am Himmel, die wie funkelnde Diamanten waren, und lauschte den Geräuschen des Waldes. Doch plötzlich hörte er ein leises Schnarchen. Neugierig schlich er näher und entdeckte einen kleinen Igel, der dort friedlich schlief. Max lächelte und legte sich in seinen Schlafsack, um sich von der langen Wandertour auszuruhen. Am nächsten Morgen erwachte Max von den Sonnenstrahlen, die durch die Blätter der Bäume fielen. Er streckte sich und sah, wie die Tiere des Waldes langsam erwachten und sich auf einen neuen Tag freuten. Mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen machte sich Max auf den Heimweg, voller neuer Geschichten, die er seinen Freunden auf der Blumenwiese erzählen konnte. Und so endete eine wundervolle Nacht unter den Sternen für den kleinen Marienkäfer, der sich freute, wieder zu Hause zu sein. Als er schließlich eine gemütliche Stelle zum Schlafen fand, breitete er seine Decke aus und ließ sich nieder. Er beobachtete die Sterne am Himmel, die wie funkelnde Diamanten waren, und lauschte den Geräuschen des Waldes. Doch plötzlich hörte er ein leises Schnarchen, neugierig schlich er näher und entdeckte einen kleinen Igel, der dort friedlich schlief. Max lächelte und legte sich in seinen Schlafsack, um sich von der langen Wandertour auszuruhen. Am nächsten Morgen erwachte Max von den Sonnenstrahlen, der Bäume fielen. Er streckte sich und sah, wie die Tiere des Waldes langsam erwachten und sich auf einen neuen Tag freuten. Mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen machte sich Max auf den Heimweg, voller neuer Geschichten, die er seinen Freunden auf der Blumenwiese erzählen konnte. Und so endete eine wundervolle Nacht unter den Sternen für den kleinen Marienkäfer, der sich freute, wieder zu Hause.